Yeah. Nur immer beruhigende Worte zu benutzen. Dann zweimal tätscheln, noch mehr beruhigende Worte und wieder tätscheln. Warte, reden wir über die riesige fleischessende Pflanze, oder? Ja, sie ist spuktakulär. Klingt ziemlich gefährlich, etwas hier an der Schule zu haben. Besteht da eine, wie sagt man das, Gefahr für die Schüler? Nicht, wenn als die Anweisung... Nicht, wenn als die Anweisungen befolgen. Aha, vielleicht können wir die Nachricht in der Gruselgazette drucken. Oh, ich schreibe den ganz... Ich schreibe das ganz sicher in die Zeitung, aus meiner eigenen Sicht. Sensationell, danke, Rochelle. Kitty, hast du gehört? Wir kommen in die Zeitung. Oh, Grusel, das ist aufregend. Besuch uns doch morgen. Okidoki. Kann ich ja jetzt an der Konferenz teilnehmen. Also das, was die... Oh, Münzen! Hier geblieben, Dumme! Okay, Eilmeldung. Eine entsetzliche Pflanze ist im Innenhof gewachsen. Seid vorsichtig. Kontakte. Ja, da sind einige drin. Okay, Shopping. Nichts Neues. Doof. Was? Nochmal? Achso. Was? Wir haben darüber geredet. Ed Rochelle. Du hast recht, Edwinus. Danke für die Fahrwarnung. Mehr Details für die nächste Ausgabe. Denk daran, beruhigen, zweimal tätscheln, wieder beruhigen. Beruhigen, zweimal tätscheln und wieder beruhigen. Das sind sehr beruhigende Worte. Möchte ich mal so hinzufügen. Very beruhigend. Und Etage höher. Oh, ich habe Münzen. Ah, die fliegen da hinten. Ach, da muss ich ja so oder so lang. Ist hier kein Spind mehr, den ich aufmachen kann? Schade. Hinten vielleicht? Nope. Okay. Auf zum Schülerrat! Bin ja schon durch. Okay, hier haben wir ja sonst keine Münzen. Also, Diskussion! Okay, zum Geschäftlichen. Diese Sitzung des Schülerrates ist hiermit eröffnet. Also, Laguna, verlief die Mission Schülerdatensammlung erfolgreich? Nach einem Gespräch mit den Ratsmitgliedern und dem Zusammentragen ihrer Notizen war das wohl ein monstermäßiger Erfolg. Genau. Das ist super. Konntest du schon eine Liste zusammenstellen? Habe ich. Ich habe sie sogar nach Wichtigkeit sortiert. Die großen Schülerwünsche, die der Rat lösen muss, sind... Erstens, fast alle wollten einen richtig großen Flachbildfernseher im Monsterschülercafé, damit sie beim Essen Ever After High sehen können. Zweitens, die Stühle im Monsterschülercafé sind alle verschlissen und teuflisch unbequem. Drittens, die meisten Automaten in der Monster High sind kaputt und die anderen müssen aufgefüllt werden. Viertens, die Kistenball-Anzeigetafel ist defekt und stellt vielleicht sogar eine Gefahr für die Schüler dar. Fünftens, der Kistenballplatz ist runtergekommen und braucht eine Komplettüberholung. Neue Ringe, Netze, Korbbretter, Markierungen. Danke dafür, Laguna. Gute Arbeit, Leute. Genau das brauchen wir. Dann zum nächsten Punkt. Woher bekommen wir genug Geld, um die Probleme der Schüler zu beheben? Kekse verkaufen.
Irgendwelche Ideen? Kekse verkaufen. Ich habe eine perfekte Idee. Wie wär's mit einer Gebühr für die Nutzung der Waschräume? Oh nee. Denkt ihr nicht, die Schüler hätten ein Problem damit? Ja, fürs Händewaschen will ich nicht bezahlen. Ja, da hast du wohl recht. Vermutlich habe ich noch ein bisschen Einwehnascari. Wow, das war ein kleines bisschen irre. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber echt mal. Noch jemand? Na los, es muss doch was Besseres geben, als die Badezimmer zu besteuern. Das funktioniert nicht. Hey Monster, hast du was gesagt? Ja, Kekse verkaufen. Ich meine natürlich Kuchenbazar. Ein Kuchenbazar? Eine monstermäßige Idee. Schade, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin. Kekse! Okay, das wird ein Selbstläufer. Aber im Interesse der Demokratie stimmen wir ab. Alle, die für den Kuchenbazar sind, um Spenden zu sammeln, heben die Hand. Ja. Zu den Nein-Stimmen. Ja, es gibt nämlich keine. Alle sind dafür. Mhm. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Sammeln wir mit einem Kuchenbazar Spenden. Kekse. Okay. Jetzt, da wir über die Spendenaktion entschieden haben, müssen wir überlegen, wie wir die Schüler darüber informieren. Laguna, gibt es Ideen, wie wir die Info unter den Schülern der Monster High verbreiten? Spectra. Super. Sieht so aus, als wäre das Verteilen von Flyern immer noch der beste Weg, um die Aufmerksamkeit der Schüler zu erregen. Meine Empfehlung wäre, dass der Rat Flyer an die Schüler verteilt und auf den Kuchenbazar hinweist. Oder Spectra verteilt es in ihrem Tratschphantom. Und was ist mit den Flyern? Eben, die müssen ja auch erstmal gemacht werden. Schon erledigt. Ich habe mit Lorna von der Schülerzeitung gesprochen. Sie hilft gern. Ihre Grafikdesigner entwerfen den Flyer und Direktorin Bloodgood hat mir erlaubt, den Kopierer im Büro zu benutzen. Sie gab mir sogar Gruselklebeband aus dem Vorratsraum. Fantastisch! Dann können wir ja loslegen. Jedes Ratsmitglied nimmt sich Flyer und hängt mindestens 10 davon vor der morgigen Sitzung in der Schule auf. Gute Arbeit, Leute! Die Versammlung ist vertagt. Yay! Hab da hinten noch was gesehen. Naja, muss ich ja erstmal hierauf jumpen, darauf. Schließfachkombination. Ich bin trotzdem für Kekse. Kuchen. Naja, der macht's so dick. Kekse! Alle Welt liebt Kekse! Perfekt. Wo ist der Spind, den ich suche? Ah, der wird mir schon noch über den Weg laufen. Hoffe ich. Hi, Serena. Ich weiß, ich bin falsch. So. Die könnten ruhig mal den Dings updaten, den Shop. Ich will einkaufen. Ich brauche neue Stiefel. Nee, eigentlich nicht. Schaffe ich das von hier? Nein, schaffe ich nicht. Brauche doch nur ein paar Monstermünzen. Weil... Shopping! Na, verdammt! Stand da gerade Ecto-Fruit drauf? Ja, finde ich das witzig. Vor allem, das soll da oben einer sehen. Ist doch wieder oben. Oben, dann unten, können sie gar nicht entscheiden.
Oh, ich glaube, ich weiß schon, wie das hinausläuft. Ah, gleich hier unten. Neben den anderen Postern. Claudine, hatten wir schon das Vergnügen? Ich denke ja. Ah, ja, auf was hatte ich? Da habe ich Springbrunnen geworfen und na, es stimmt nicht. Dann schwing ich mich halt mal hier rum. So. Ziel erreicht. Sagte das Navi. Sie haben ihr Ziel erreicht. Da brauche ich noch einen Schluck Kaffee. Ah. Kaffee am späten Abend ist immer wieder schön. Ich muss noch mehr aufhängen. Ay, Karacho. Ich glaube, durch diese Tür bin ich noch gar nicht gegangen. Oder doch? Ich sehe was Neues. Nope. Na, durch den Geheimgang bin ich ja schon gegangen. Ach, stimmt, ich muss ja 10 aufhängen. Das waren ja... Ach, so, lass mich mal ganz auf der anderen Seite. Oh, hier ist ein Schließfach, Schließfach, Schließfach. 8-0. Eine Monstermünze. 15 Monstermünzen. Hat was. Oh, da ist sogar schon das nächste Schließfach. So, das sind 6, 8, 8. Richtig. Was drin? Eine Spider-Man. Ich meine Spinne. Im Klo. Okay. Ein Backbazar-Poster auf dem Lokus. Was ist nicht... Was steht denn wieder? Sportsclub. Okay, okay, okay. Na, mal gucken, wo mich mein Weg als nächstes hinführt. Welchen Teil der Schule? Ah, in die Krypteria. Achso, hier bin ich noch am Durchgehen. Na schön. Sieht ein bisschen aus wie beim Kochkurs. Was ist denn der hinten? Kann ich eigentlich hier auch raus? Wo komme ich denn dann überhaupt hin, wenn ich hier rausgehe? War ich da schon mal? Jetzt bin ich echt mal... Ach so, dann komme ich wieder in den Innenhof. Ja, ja, ich weiß. Beruhigen, zweimal tätscheln, beruhigen und wieder tätscheln. Also die große Pflanze des Grauens. Ich höre Münzen. Oh mein Gott. Eine Nacht. Oh, immer mehr Nachrichten. Und noch ein Eintrag.
das Forum? Keine Zeit. Natürlich ins Klo. So. Gehe zum Unterricht. Habe ich echt nichts mehr offen? Tatsache.